Hallo, das hier sind Tabletten gegen Diabetes Typ 2, Metformin, kennt man sehr wahrscheinlich. Seit Februar 2018 gibt es nun auch ein neues Präparat, das zugelassen ist für Typ 2 Diabetes, aber auch eine sehr starke oder eine Gewichtsreduktion bewirkt. Wieso? Wie der Zusammenhang da ist? Warum es vielleicht ein gutes Medikament ist, aber auch mit einem Manko, Stichwort Nebenwirkung. Darauf gehe ich jetzt einmal in dem Video ein, also schauen Sie sich unbedingt einmal das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Diabetes ist eine Erkrankung, die sehr viele Menschen betrifft, zunehmend ein Problem ist, vor allem Typ 2 Diabetes, den man fast immer oder meistens mit zunehmendem Alter bekommt. Um es so einmal ganz zu vereinfachen. Man hat dann zunächst eine Insulinresistenz. Später kommt es auch dazu, dass weniger Insulin gebildet wird. Typ 2 Diabetes kann verschiedene Ursachen haben. Eine sehr wichtige Ursache ist dabei natürlich auch die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. Typischerweise behandelt man das in den ersten Schritten mit die Ernährung anzupassen, Bewegung, Sport. Das ist aber oftmals dann nicht mehr ausreichend und dann nimmt man auch Medikamente. Neu zugelassen ist ein Medikament namens Ozempic. Das heißt, das ist ein Medikament in Deutschland oder in Europa zugelassen seit Februar 2018, in den USA schon ein Jahr vorher, das bei Typ 2 Diabetes vor allem hilft. Was ist dieses Ozempic? Ozempic ist ein GLP-1-Agonist. Es ist ein Analogon. Das heißt, es macht etwas in unserem Körper, was ein natürlicher Stoff auch macht. GLP ist ein sehr wichtiges Hormon, das vor allem in unserem Magen-Darm-Bereich vorkommt. Es ist ein Hormon, das an der Bauchspeicheldrüse bewirkt, dass Insulin freigesetzt wird. Und bei Typ 2 Diabetes haben wir ja einen Insulinmangel, deswegen einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Und jetzt ist es gut, halt dieses GLP-1-Analogon zu haben, das heißt, ein Medikament zu haben, das wie das eigene körpereigene Hormon wirkt, nämlich eine Ausschüttung des Insulins bewirkt. An dieser Stelle einmal, es ist keine Tablette, dieses Ozempic, sondern man spritzt es sich direkt unter die Haut. Man tut dies einmal wöchentlich. Es hat eine sehr lange Verweildauer in unserem Körper, erkläre ich gleich aber auch einmal. Wie genau wirkt Ozempic? Wie ich gesagt habe, Ozempic ist ein Glucagon-like-Peptid-1-Rezeptor-Agonist. Es hat vor allem drei Wirkungen und das ist einmal ganz wichtig. Erstens, es aktiviert die Abgabe von Insulin. Und Insulin benötigen wir, damit der Blutzuckerspiegel sozusagen sinkt. Zweitens, es hemmt gleichzeitig die Abgabe von Glucagon. Das ist das Zweite. Und Glucagon, das ist ein wichtiges Hormon, das wir haben. Das bewirkt, dass mehr Zucker in unser Blut kommt, mehr Glucose in unserem Blut ist. Also das heißt, dieses Ozempic macht zum einen mehr Insulin frei, was den Blutzuckerspiegel senkt, und zum anderen bewirkt es auch eine Hemmung der Freisetzung von Glucose. Und drittens, und das ist auch ganz wichtig, es hemmt den Appetit, vor allem den Appetit von fetthaltigem Essen. Und deswegen ist es auch ein Medikament, wie ähnlich Metformin auch, das halt ja auch Patienten oder Menschen nehmen können mit einem anderen Ziel, zum Beispiel der Gewichtsreduktion. Und man untersucht jetzt auch, dass Ozempic vielleicht in Zukunft gezielt bei Adipositas beispielhaft eingesetzt werden kann. Zusammengefasst einmal die fünf wichtigsten Wirkungen. Erstens, Reduktion des Blutzuckerspiegels. Zweitens, Reduktion des Gewichts. Und drittens, Reduktion der Körperfettmasse. Viertens, und das sind noch weitere positive Effekte, man hat gemerkt in Studien, dass es zu einer Blutdrucksenkung kommt. Und fünftens, auch dieses Ozempic entzündungshemmende Effekte hat. Also wie man sieht, eigentlich sehr viele, sehr, sehr gute Effekte, deswegen auch neu zugelassen jetzt. Dann natürlich immer die Frage auch, was stark wirkt oder gute Effekte hat, gibt es da Nachteile, gibt es da Gefahren? Und ja, auch hier gibt es natürlich Nebenwirkungen. Anwendung, wann und wie?
Typische Anwendungsgebiete von diesem Ozempic ist natürlich, wenn der Diabetes so stark ist, dass man ihn selber nicht mehr im Griff hat. Wenn man ihn, in der ersten Schritt sollte man ja immer mit Ernährung, Diät, Bewegung, Sport versuchen, den Blutzuckerspiegel zu senken, wieder auf ein Normalniveau zu bekommen. Wenn das nicht mehr ausreicht, dann als nächstes die Alternative durch Medikamente, wie zum Beispiel Ozempic. Dann Ozempic bei einer Unverträglichkeit von Metformin. Metformin ist ja so das Standardmedikament, das man meist bei Typ 2 Diabetes bekommt. Und Ozempic ist eine Alternative, wenn man dieses Metformin zum Beispiel nicht verträgt. Und dann der weitere Punkt, ganz gezielt auch zur Therapie einer Adipositas. Also hat gar nichts mit Diabetes unbedingt zu tun, kann man ja auch ohne Diabetes haben. Und da will man in Zukunft dieses Ozempic auch einsetzen. Erste Ergebnisse haben gezeigt, dass es genauso gut wirkt wie zum Beispiel eine Operation, die man machen kann, um abzunehmen. Also dieses Ozempic scheint da sehr stark, sehr potent zu sein, um Gewichtsreduktion zu erreichen. Komme ich einmal zur Dosierung. Wie nimmt man dieses Ozempic eigentlich ein? Also man nimmt es durch einen Fertigpen ein, so bekommt man es auch, spritzt es direkt unter die Haut, einmal wöchentlich. So die maximale Wirkung tritt meist so ein nach 2 bis 3 Tagen. Und die Wirkdauer oder die Halbwertszeit ist relativ hoch, 200 Stunden ungefähr. Das heißt also, man hat noch sehr lange diesen Stoff in seinem Körper drin. Und das ist auch der Grund, warum man es nur einmal wöchentlich nehmen muss. Was natürlich gut ist, gerade bei Diabetes auch, wo oftmals ja die Compliance nicht immer ausreichend ist. Vor allem auch will man ja oder muss man ja immer gucken, isst man gerade vor Mahlzeiten Medikamente oder so zu nehmen. Und bei diesem Ozempic ist es so, unabhängig davon, einmal wöchentlich, immer zum gleichen Tag, spritzt man es sich sozusagen unter die Haut ein. Zur Dosierung einmal, ein ganz typisches Schema ist, man beginnt so mit 0,25 Milligramm pro Woche. Das macht man so 4 Wochen ungefähr und nach 4 Wochen steigert man das dann auf das Doppelte, 0,5 Milligramm. Und dann frühestens nochmal nach 4 Wochen, also insgesamt nach 8 Wochen, kann man das bis zu 1 Milligramm pro Tag steigern, pro Woche steigern. Das hängt natürlich von der individuellen Situation ab, das hängt von dem individuellen Blutzuckerspiegel ab. Das macht dann Ihr Arzt mit Ihnen gemeinsam. Sie sollten aber dieses 1 Milligramm pro Woche definitiv nicht überschreiten. Was passiert bei einer Überdosis von Ozempic? Natürlich eine typische Frage, was einem durch den Kopf geht. Da wurde in Studien auch untersucht, dass bis zu 4 Milligramm zum Beispiel pro Woche dann es zu einer Verstärkung der Nebenwirkung kommt, typischerweise Übelkeit, Erbrechen. Es sich aber gezeigt hat, dass das reversibel alles war, das heißt nach ein paar Tagen den Betroffenen es wieder normal ging. Was sollte man machen, wenn man zum Beispiel mal die Einnahme vergisst? Wenn also man zum Beispiel jeden Montag normalerweise sich diese Fertigpen verwendet, wenn man das jetzt einmal vergisst, dann sollte man gucken, liegt das sozusagen der verpasste Termin, ist der weniger als 5 Tage zurück, dann einfach direkt nachholen und dann zum nächsten Termin, also den nächsten Montag auch wieder nehmen. Wenn man merkt, dass der Termin, den man verpasst hat, länger als 5 Tage her ist, also wenn man sich montags immer spritzt und auf einmal Samstag merkt, oh, ich habe das irgendwie vergessen, dann nicht mehr nachholen, sondern erst an dem Montag wieder. Das ist ganz wichtig. Am allerwichtigsten aber nicht doppelt nehmen. Es ist oftmals so, denkt man, oh, dann nehme ich jetzt die doppelte Dosis. Das sollte man natürlich unbedingt vermeiden. Welche Nebenwirkungen können auftreten? Und wie immer auch, gibt es natürlich da, wo Wirkung, auch Nebenwirkungen, typischerweise Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Durchfall, also Nebenwirkungen, die was so mit dem Magen-Darm-Bereich zu tun haben. Da habe ich ja auch erklärt, was das Ozempic macht, dass es ja gerade ein Analogon ist oder ähnlich zu einem Hormon wirkt, das ja im Magen-Darm-Bereich aktiv ist, dann macht es Sinn sozusagen, dass da dann auch die Nebenwirkungen sind. Aber es gibt eine ganz entscheidende Nebenwirkung. Man hat gemerkt leider, dass das Risiko für eine diabetesbedingte Augenverschlechterung, dass das erhöht ist.
Und das ist im Prinzip, was auch ja, sehr gefährlich ist, wo man im Prinzip auch untersuchen muss, kann das langfristige Schäden haben, wo man also merkt, dieses Ozempic ist nicht unbedingt nur ein Wundermittel, sondern hat auch ein Manko, nämlich diese diabetische Retinopathie, dass das Risiko oder sich erhöht, beziehungsweise es zu einer noch stärkeren Verschlechterung kommt. Hier ist definitiv auch mehr Forschung notwendig. Darüber hinaus gibt es auch noch Patienten, die auf keinen Fall das Ozempic nehmen sollten. Zu diesen Patienten gehören erstens welche, die eine starke Überempfindlichkeit haben, also extreme Nebenwirkungen machen, wie immer. Dann auch Schwangere, stillende Mütter. Es hat sich gezeigt, dass gerade bei Schwangeren Ozempic einen sehr negativen Effekt hat. Sollte man also unbedingt vermeiden. Das gleiche auch unter 18 Jahre. Wenn man Typ 1 Diabetiker ist, dann sollte man unbedingt auch kein Ozempic verwenden. Das ist also auch ganz wichtig. Und hier habe ich auch noch aufgeschrieben, wenn man eine bestimmte Ketoazidose hat oder das Risiko dafür oder in dem Moment, dann unbedingt kein Ozempic verwenden. Das war einmal ein Beitrag zum ja, relativ neuen Diabetesmedikament Ozempic, was aber auch verwendet werden kann zur Behandlung von einer Adipositas. Wichtig, achten Sie auf die Wirkung, Nebenwirkung, achten Sie auch auf die Kontraindikation, wenn man es nicht nehmen darf, was ich da einmal aufgelistet habe auch gerade. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.